Ahnung, Leute. Schaut mal, dass das der Sepp ist. Der nicht furchtbar süß? Der Sepp ist eine Gemse und gerade mal ein paar Wochen alt. Er geht hier in den Gemsenkindergarten und wie da herumgetollt und gespielt wird, das will ich mir heute mal genauer anschauen. Wir starten mit den ersten Infos. Die Gemse sieht ein bisschen aus wie eine Ziege. Aber sie ist gar keine Ziege. Die Gemse ist einfach die Gemse. Sie hat ihre eigene Gattung. Gemsen sind Paarhufer und gehören zusammen mit den Rindern und den Antilopen zu den Hornträgern. Die Hörner der Gemsen werden auch Krucken genannt. Und wie der Name schon sagt, bestehen sie aus Horn, so wie unsere Finger und Zehennägel. Im Sommer ist das Fell der Gemsen gräulich-braun. Mit dem Winterfell wird die Gemse dunkler. So müssen die Tiere nicht frieren, denn dunkle Oberflächen heizen in der Sonne schneller auf. Gemsen sind typische Bergbewohner. Im Gebirge gibt es keine besseren Kletterer. Und dort sieht man sie immer wieder über die steilen Hänge fetzen. Aber auch diese flinken Tiere haben Feinde. Aus der Luft kann jederzeit der Steinadler angreifen. Und weiter unten im Wald lauert der Wolf auf seine Chance. Ich bin im Innsbrucker Alpenzoo gelandet. Innsbruck liegt in Österreich, im schönen Bundesland Tirol, mitten in den Bergen. Ganz schön anstrengend, aber klar, wer zu Gemsen will, muss bergsteigen. Hier erwartet mich Tierpflegerin Hanna. Sie kümmert sich um die Gemsen und seit ein paar Wochen gibt's besonders viel zu tun. Und Hanna, ich habe gehört, ihr habt Nachwuchs bei den Gemsen. Ja, wir haben 4 Kitze. Du darfst sie ja gern anschauen, aber dafür muss man putzen helfen. Das mache ich doch gerne dafür. Können wir denn da rein? Ja. Kannst du mir denn dein Gemsenrudel mal vorstellen? Sag mal Rudel. Ja, man sagt Rudel und ja, kann ich dir vorstellen. Unser ältester ist ein Bock, das ist der Martin. Der ist 17, 18 Jahre alt. Der Martin ist ganz auffällig und besonders, weil es unser Einhorn ist. Und warum hat er nur eins? Das hat er sich bei Kampf mit einem Baum angeschlagen. Das ist nicht schlimm und wächst auch nach. Allerdings nur millimeterweise. Ja, und die anderen? Wie viele Gemsen habt ihr denn überhaupt? Insgesamt haben wir 12. Wir haben 6 Geißen und 6 Böcke. 4 davon sind dieses Jahr auf die Welt gekommen vor die Böcke. Also wir haben 4 Jungs. Das sind alles Jungs? Ja, alles Jungs. Und denen geht's super. Ja, da sieht man eins. Das ist ja noch ganz klein. Der kleine Kerl heißt Sepp. Ja. Wie alt sind die denn? Ganz unterschiedlich. Das erste ist im April auf die Welt gekommen und der Rest dann im Juni. Also Mai, Juni ist auch so die typische Zeit, wo sie alle die Kitze kriegen. Die Kitze sind also 3 bis 4 Monate alt. Das ist ja Wahnsinn, wie dieses kleine Kitz da jetzt schon rumspringt. Können die von Anfang an so gut laufen und springen? Ja, ich war mal bei der Geburt dabei. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde und dann laufen sie schon nach. Es war ein bisschen wackelig am Anfang, nur, aber das geht dann gleich. Aber sie müssen ja auch schnell lernen zu klettern, weil sie sind ja hier wirklich im steinigen Gebirge unterwegs. Genau, und das ist außen in der Natur nicht anders. Sonst kommt der Feind und frisst sie. Abgefahren, oder? So, du hast ja gesagt, ich muss dir beim Putzen helfen. Was müssen wir denn machen? Genau, wir können jetzt gleich mit dem Futterplatz anfangen. Okay, dazu brauchen wir wahrscheinlich das ganze Zeug, was du da mitgebracht hast. Genau. Los geht's, ich bin motiviert. Jeden Vormittag wird der Futterplatz geputzt. Und einmal in der Woche das komplette Gehege. Gänsen machen ganz schön viel Mist. Da ist ganz schön viel Kacke darunter. Sauberkeit ist im Gehege sehr wichtig, denn im Dreck entstehen Keime, die Gemsen wie Sepp krank machen könnten. Und der hat tatsächlich was zu meckern. Oh, Sepp, was ist los? Was schimpfst du denn? Mach ich's nicht gut? Oh nein, Hanna, warum macht er solche Geräusche? Seine Mama ist gerade vorbeigegangen und hat ihn vergessen. Oh, Sepp, magst du ein bisschen bei uns bleiben? Aber lange lassen Gemsenmamas ihre Kitze nicht alleine. Alles wieder gut. Mama ist zurückgekommen, die Rufe haben scheinbar funktioniert.
Auf den Schreck gibt's erstmal einen ordentlichen Schluck Muttermilch. Jetzt ist für Sepp die Welt wieder in Ordnung. Was machst du, Hanna? Ich richte mir jetzt den Schlauch her, damit ich die ganzen Losungen und den Dreck alles wegspritzen kann. Haha, Moment. Ich würde mir gerne noch so ein bisschen von den Körnern einsammeln. Darf ich? Ja, natürlich. So viel. Ja, ich brauche die noch. Ich verrate Ihnen noch nicht wofür, aber ich glaube, ich kann die noch gebrauchen. Warst du das? Sind das deine Körtel? Schau mal, es sieht aus wie so ein Tropfen. Riecht nach gar nichts. Die flutschen so richtig durch die Finger. So. Ich glaube, das reicht jetzt. Die brauche ich morgen noch. Denn morgen mache ich mich auf die Suche nach wilden Gämsen in den Bergen. Und wie läuft's? Gut. Schau mal, wie ich mal. Ja, hier. Hier kommt ein richtiger Gämsenkackbach runter. Damit ist das Gehege geputzt. Jetzt gibt's Frühstück. So, wir bereiten jetzt das Futter vor. Jawohl, ich nehme an, es gibt Heu. Genau, das kannst du übernehmen. Der ganze Korb muss komplett voll sein mit Heu. Okay. Aber richtig gestopft. Also wirklich viel. Okay? Fressen die so viel? Die fressen ganz viel. Hanna, ich verwechsel ja immer Heu und Stroh. Was ist da nochmal der Unterschied? Heu ist nur getrocknetes Gras. Mhm. Und was ist Stroh? Stroh ist nur für die Getreidearten, das getrocknete, die Stängel halt. Das ist, was so ganz goldgelb genau, aussieht. Genau, goldgelb. Sieht man gleich bei der Farbe und beim Geruch. Und Stroh wäre jetzt aber nichts für unsere Gämsen? Nein, gar nicht. Das kann Sven nachher als Einstreu hernehmen. Und Kühe mögen Stroh, aber Gams nicht. Okay. In der Natur fressen Gämsen saftige Gräser. Hier gibt es Heu und dazu ein Kraftmüsli. Wasser brauchen sie kaum. So, jetzt gehen wir zurück zu den Gämsen. Mhm. Du darfst die Kraxe nehmen. Gerne. Hoffentlich fällt mir jetzt nicht alles wieder raus. Okay, passt. So. Schau mal, wie sie schon alle gucken. Ich glaube, die haben Hunger. Wir füttern jetzt als erstes das Heu, so das tun wir da rein. Okay, kannst du hier abstellen. Upsala. Gut. Einfach reinstopfen. Warte, schau. Hier. Nicht offen. Und ganz locker reinmachen. Und schon kommt Sepps Mama anmarschiert. Vor lauter Hunger hat sie keine Berührungsängste mehr. Kann es sein, dass du Hunger hast? Du kannst dir ruhig von der Hand was geben, Schau. Ah, die will jetzt lieber hier sowas, so Kraftfutter und so. Oh! Oh, die hat eine ganz weiche Nase. Und das der Sepp auch noch. Frisst der Sepp auch schon feste Nahrung oder wird er noch gesäugt? Beides. Er frisst schon feste Nahrung, also er knappert mit, aber er wird nur hauptsächlich gesäugt. Glaubst du, er frisst mir auch aus der Hand? Probier. Schau mal, Sepp. Der Blick. Oh. Vorsicht! Ui! Nee, aus meiner Hand will er wohl nicht fressen. Aber wir haben gesehen, wie gut er da schon runterspringen kann. Das lernt der Sepp mit seinen gleichaltrigen Freunden im sogenannten Gämsenkindergarten. Schaut mal, hier sind zwei Kitze beim Fressen, da hinten sind noch zwei Kitze. Das ist der Gämsenkindergarten, oder? Genau, das ist der Gämsenkindergarten. In den ersten Monaten sind sie immer zusammen, erkunden die Welt und spielen gemeinsam. Und lernen so natürlich auch die Rangordnung und das alles. Auf den ersten Blick sieht der Sepp schon genauso aus wie seine Mama, aber mir ist aufgefallen, der hat noch nicht diese schwarzen Streifen, die hier so über die Augen gehen. Genau, die Zügel nennt man das. Er hat sie schon ganz leicht, man kann sie ein bisschen erkennen, aber ab einem halben Jahr ungefähr sieht man sie dann gut.
Bei seinem älteren Kumpel Tom sind die Zügel schon deutlicher zu sehen. Und dann haben die alle auf dem Rücken so einen schwarzen Strich. Arschstrich, ja. Genau. Das haben ja auch Zebras. Ja, stimmt. Und unsere Gämsner. Von oben erkennt man den dunklen Aalstrich besonders gut. Zebras und Wildpferde wie die Przewalskis haben ihn auch. An dem Aalstrich erkennt man die Wildformen von Säugetieren. Mir ist aufgefallen, die haben alle die Hörner, oder? Stimmt, Bock und Geiß haben Hörner, obwohl beim Bock sind die Hörner mehr gehackelt. Also da dreht sich's noch mehr ein, meinst du? Genau. Oh Leute, schaut mal. Der Sepp hat sich's hier in der Futterraufe gemütlich gemacht. Sehr, sehr süß. Und sein Bruder frisst gleich daneben. Ja, vielen Dank, Hanna. Ich glaube, jetzt bin ich perfekt gerüstet und informiert. Jetzt kann ich die Gämsen in der Natur suchen. Viel Glück dabei. Wird nicht ganz einfach werden, oder? Von der Ferne her wirst du sicher bald einmal sehen, aber so wie kommen wird schwierig werden. Naja, ich gebe mein Bestes. Also Sepp, Servus. Servus, Sepps Bruder. Servus, Hanna. Und für euch gibt's die nächsten Infos. Im November und Dezember geht's bei den Gämsen rund. Dann ist Brunftzeit und die Böcke möchten sich paaren. Sie stellen ihre Rückenhaare auf, auch Gamsbart genannt, machen sich dadurch größer und werden zu richtigen Angebern. Außerdem markieren sie ihr Revier und versprühen damit ihren Geruch. Und wer den größten Gamsbart hat und am besten duftet, der darf sich dann mit einer Geiß paaren. Nach einer Tragezeit von 6 Monaten sitzt dann ein Kitzmeer auf dem Berg. Ich mache mich nun auf die Suche nach wilden Gämsen. Dabei kann mir eine Tierforscherin helfen, die sich so gut mit den Gämsen auskennt, dass sie sogar den Spitznamen Gamskristel trägt. Ich würde ja schon ganz gern mal so einen Gämsen-Kindergarten in der Wildnis sehen. Ja. Wie schätzt du denn die Chancen ein? Ein bisschen eine Glückssache ist immer dabei, aber wir sind hier in einem Revier, da könnten wir Glück haben. Das müssen wir probieren. Okay, aber wahrscheinlich nicht, wenn wir hier rumsitzen, oder? Mitsitzen kommen wir nicht nah dran. Man muss schon hin an die Gams. Okay, also was machen wir? Dann gehen wir. Da lang. Dann auf. Wer Gämsen beobachten möchte, muss erst einmal wissen, wo sie leben und wie ihr Lebensraum aussieht. Ich weiß nur so viel. Sie mögen es hoch oben. Schau mal. Oh, knapp 2000. Das müsste doch jetzt so eine Höhe sein. Da könnte man auch Gämsen finden, oder? Da werden wir sie auf jeden Fall finden. Aber die könnten auch bei 2 Meter Höhe sein. Was? Wichtig ist nur, dass sie Felsen haben. Und die Felsen können sogar im Wald sein. Aha, gut, aber hier gibt es ja jede Menge Felsen. Genau, deswegen wissen wir, hier müssen wir auf Gams treffen. Dann schauen wir doch gleich mal durch unsere Ferngläser und halten nach graubraunen Flecken in den Hängen Ausschau, die sich bewegen. Nach kurzer Suche taucht so ein Fleck auf. Tatsächlich. Wow. Die Gämse lässt sich von uns nicht stören und futtert genussvoll Bergkräuter und Gräser. Aus der Entfernung erkenne ich weder Geschlecht noch Alter. Kannst du sagen, ob das eine Geiß ist, ob das ein Bock ist, wie alt die ist? Ja, die ist also ganz alleine. Das ist also keine Mama. Denn die wäre in einer größeren Gruppe, da wäre auch das Kitz irgendwo dabei. Denn um die Zeit müsste es jetzt schon Kitze geben. Genau. Aber es könnte ja auch eine Geiß sein, die einfach kein Kitz bekommen hat, oder? Ja, weil die ersten paar Jahre haben die auch noch keine Jungen. Also das kommt erst so mit 4, dass sie dann das erste Mal Junge haben. Sie können auch einmal aussetzen. Und dann ist es schwierig bei den Einzelnen genau zu sagen, ist es ein Bock oder ein Geiß. Da nimmt man dann meistens diese großen Ausziehferngläser. Oder, und das ist das Einfachste, man wartet, bis sie pieseln. Und dann kann man es auf jeden Fall unterscheiden. Wieso? Wie sieht das aus, wenn die pieseln? Also wenn die Geißen pieseln, dann kauern sie so ein bisschen, so wie das auch beim Hund der Fall ist. Und die Böcke, die strecken sich eher und pieseln direkt unter sich. Naja, schau. Jetzt pieselt's und es ist eine Geiß. Und was macht eine Geiß ohne Kitz? Sie frisst den ganzen Tag. Äußerst wählerisch sucht sie nach den nahrhaftesten Gräsern und Kräutern am Berghang. Das ist wichtig, damit sie eines Tages ihr Gamskitz mit fettreicher Milch aufziehen kann. Aber den Gamskindergarten müssen wir woanders suchen. Mein lieber Mann, das ist ein ganz schöner Aufstieg, ziemlich steil. Ja, genau.
jetzt weißt du, wie das im Gamslebensraum ausschaut. Ja, steil. Die mögen das, ne? Die mögen das, die brauchen das, ja. Gämsen können auf Hängen leben, die bis zu 60 Grad steil sind. Das ist sehr steil. Ja, da schau her, Anna. Da waren Gämsen hier. Da siehst du jetzt. Die beiden Spuren hier, die oder? Die beiden Spuren, genau. Und da siehst du alles, was typisch ist bei den Gams. Ja, man sieht, dass das hier so zweigeteilt ist, weil genau. Die ja Paarhufer sind. Genau, das sind zwei Zehen, die sind unheimlich gelenkig und können mal weit auseinander gespreizt werden, mal eng zusammen. Und dann haben sie hier die weichen Ballen und hier haben sie eine Außenkante und die ist ganz scharf und dort sich ganz fest hier einschneiden und wieder ein weiches Innere, sodass sie sich an alle Untergrundunebenheiten anpassen können. Das ist der perfekte Bergschuh, den du hier siehst. Deswegen sind sie so geländegängig. Ganz genau. Was glaubst du, wie frisch oder alt ist die Spur? Die sind wahrscheinlich heute hier schon vorbei. Also? Ah, das klingt ja vielversprechend. Genau. Dann schauen wir mal weiter. Vielleicht gibt es weitere Zeichen, die wir hier sehen. Ja, da schau her. Ich habe es auch schon gesehen. Jede Menge Köttel. Aber von welchem Tier? Weißt du was? Jetzt fällt mir gerade was ein. Kannst du mal kurz halten? Ja. Ich habe nämlich extra aus dem Innsbrucker Zoo von den Gämsen so ein paar Köttel mitgebracht, damit ich jetzt vergleichen kann, ob das auch wirklich Gämsenkacke ist. Mhm. So, so wie man ein besonders schönes Köttel raus. Oh. Schau mal hier. Sieht ähnlich aus, oder? Sieht die haben beide so eine Spitze, sieht aber ja. So ein Tropfen aus. Wie so ein Tropfen. So könnte man sie auch mit dem Hirsch verwechseln. Aber wir sehen ja hier die Spuren und da wissen wir, das gehört zu dieser Gams, die da durchgelaufen ist. Aus der Losung kann die Gamskristel viel erfahren. Also wenn wir sowas untersuchen, dann interessiert uns das, was haben die gefressen. Und das sieht man hier, wenn du sie zerbröselst. Ja. Kannst du immer ein bisschen sehen, da sind so Fasern drin. Riecht so ein bisschen moosrig, modrig. Ja, es ist halt feucht. Ja. Also je nachdem, was sie gerade fressen, wie viel Wasser da drin war, ist es mal einzeln, mal mehr zusammengebacken. Ja, jetzt fehlen eigentlich nur noch Gämsen. Ja, aber ich glaube, die sehen wir da oben. Da gehen wir noch ein Stückchen weiter. Gut. Hoffentlich treffen wir dort den Gämsenkindergarten. Da werden wir uns jetzt hinsetzen und da warten wir jetzt. Okay, wenn du dich da hinsetzt, dann setze ich mich hier auf den Baumstamm. Allein der Ausblick lohnt sich schon. Warum eignet sich jetzt hier der Hang gut, um Gämsen zu beobachten? Ja, da ist alles da, was für ein Gams-Sommerparadies notwendig ist. Es ist steil, es sind immer wieder Büsche dazwischen. Es ist eine ganz tolle Nahrung da, sehr vielfältig. Und es ist schön schattig frisch hier, wenn die Sonne scheint. Das ist nämlich ein Nordhang, glaube ich. Und die mögen es nicht so gern? Nein, Gams mögen es im Sommer eher kühl. Okay, also, dann teste ich mal, ob es wirklich ein Nordhang ist. Ich habe meinen Kompass dabei. Ja. Nordosten. Nordosten? Ist okay, ja, oder? Im heißen Sommer hängen Gämsen lieber an den schattigen, kühlen Nordhängen ab. Dort strahlt die Sonne nämlich nicht so heftig drauf. Im kalten Winter wandern die Gämsen auf die sonnige Südseite rüber. Dort ist es dann schön warm. Dann her mit den Gämsen. Wir sind bereit. Das Suchspiel beginnt von vorne. In der Ferne macht es sich ein Gamsbock auf dem Gipfelgrat gemütlich. Und etwas weiter unten futtert sich ein zweiter Einzelgänger durch die Büsche. Doch wo ist bloß der Kindergarten? Da schau her, da haben wir unseren Kindergarten. Wo denn? Ja, siehst du dort ganz oben an dem Felsen? Und da links im Schatten, da sind sie drin. Das sind zwei Geißen mit zwei Kätzchen, oder? Ja. Ah, na endlich. Das sind die Geißen.
Und das die Kitze. Muttertier und Jungtier sind am Anfang unzertrennlich. Die Kitze werden 6 Monate lang gesäugt und bleiben 1 Jahr lang bei der Mutter. Ja, der Kindergarten, das ist schon was Besonderes, weil die Geißen kommen natürlich nicht so irgendwo ganz in die Nähe her. Die bleiben mit ihren Jungen immer da, wo es am sichersten ist, wo man sich schnell in eine Wand reinstellen kann. Es könnte ja irgendwas passieren, es könnte ja Adler kommen. Ja. Aber das ist jetzt eine relativ kleine Gruppe. Sind die immer so klein? Das kommt aufs Gebiet an. Es gibt Gebiete, da kann so eine Gruppe aus 80, 90 Gams bestehen. Da geht's richtig rund. In den Spielstunden lernen die Kleinen den Umgang mit ihren Artgenossen. Bei den Rangeleien messen sie ihre Kräfte und werden so jeden Tag etwas stärker. Im Turnunterricht fetzen die Kitze über die steilen Hänge und verbessern ihre Kletterkünste. Und während sich die Kleinen austoben, passen die Großen auf, dass kein Steinadler im Anflug ist. Nach der Spielstunde gibt's dann eine ordentliche Portion Milch. In unserem Mini-Kindergarten ist Schlafstunde angesagt. Ruhe muss auch mal sein, wenn man groß und stark werden möchte. Super, Christel. Vielen Dank, dass du mich mit hier hochgenommen hast. Es war echt richtig cool, dass ich wilde Gämsen sehen konnte. Aber gerne. Wir schauen uns noch ein bisschen weiter. Vielleicht entdecken wir ja sogar noch Gämsen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus.